Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in alter Frische mit 15 Kilogramm mehr auf den Hüften. Nun, beginnen wir von vorne. Ich hatte ein schwieriges letztes Jahr, weil ich mich da in zwei sehr, sehr schwierigen Situationen befunden habe, die mir gar nicht gut getan haben. Da war einerseits die Beziehung zu meinem Ex-Freund, die von beiden Seiten aus sehr, sehr toxisch war zum Schluss. Und ich habe am Existenzminimum gelebt, das heißt von der Sozialhilfe, insgesamt über 4 Jahre, bis ich dann den Bescheid für die Invalidenrente Gott sei Dank letztes Jahr erhalten habe. Es war dann so, dass ich letzten Januar komplett abgestürzt bin nach der Trennung. Ich habe 2 Wochen lang durchgetrunken. Ich habe morgens die erste Flasche Wein geöffnet, mittags die zweite und abends die dritte. Zwischendurch habe ich gekotzt, weil ich einfach so viel getrunken habe. Ich bin dann aus der Klinik rausgekommen und habe Gott sei Dank relativ schnell, ich denke, das war ungefähr im März, April 2023, den Bescheid von der Invalidenversicherung bekommen für eine Invalidenrente, auf die ich jetzt 7 Jahre gewartet habe, was eine Riesenerleichterung war und was mir auch wirklich so ein Stück weit wieder Aufschwung gegeben hat nach diesem ganz schwierigen Januar, Februar. Ich konnte den Alkoholkonsum wieder einschränken, ich habe wieder Sport gemacht und konnte mich so eigentlich relativ gut über Wasser halten, emotional. Ich habe von der Invalidenversicherung rückwirkend relativ viel Geld erhalten, sodass ich mir meinen Wunschtraum erfüllen konnte und mir mein jetziges Auto gekauft habe, namens Benji. Also wenn ich von Benji spreche, dann wisst ihr, von wem ich spreche. Ja, das gab mir wirklich so einen Aufschwung. Also ich hatte relativ eine gute Zeit, dann Mai, Juni, Juli, bis im August, wo dann wirklich eine depressive Episode sich anbahnte, wo ich nicht genau wusste, oi, was passiert jetzt schon wieder. Und ich wusste zu der Zeit noch nicht, dass diese Depression 8 Monate anhalten wird. Und wenn ich von einer Depression spreche, meine ich nicht irgendeine depressive Verstimmung, wo man auch gute Tage dazwischen hat, sondern es war wirklich schwarz. Natürlich hat es auch in meinem Leben zu der Zeit Nuancen gegeben. Manche Tage waren schwarz, manche waren hellgrau, manche waren dunkelgrau. Aber ich hatte keine Kraft mehr nach diesen langen Kämpfen um die Invalidenrente, nach dem Kampf, um die Beziehung irgendwie aufrechtzuerhalten, zu retten, wo einfach nichts mehr zu retten war. Und ich war komplett erschöpft. Mit dem psychischen Tief, das ich im August erlebt habe, fing auch wieder der exzessive Alkoholkonsum an. Ich habe dann letztes Jahr noch auf einem Pferdehof ehrenamtlich gearbeitet, was mir dann schlussendlich auch nicht gut getan habe, respektive ich konnte es einfach kräftetechnisch nicht mehr aufrechterhalten. Ich habe wieder begonnen zu essen und zu erbrechen, zu trinken und habe mich dann Ende Oktober in eine Klinik begeben, wo es möglich war, eine Krisenintervention zu machen. Benji war natürlich auch mit dabei, das heißt, ich konnte das Auto mitnehmen, was dann schlussendlich dazu geführt hat, dass ich Benji als Kühlschrank benutzt habe für meine Weinflaschen. Es ging mir zu der Zeit so schlecht, dass ich wirklich nicht mehr rausgegangen bin. Ich habe keinen Sport mehr getrieben. Ich hatte keinen Antrieb mehr. Ich bin nur noch in Trainerklamotten rumgelaufen. Ich habe mich nicht mehr geschminkt. Es ging mir einfach nur schlecht. Und die einzige Intention, die Station zu verlassen, war, dass ich zu Benji gelaufen bin, den Autoschlüssel mitgenommen habe und
dann eine Flasche Wein in 5 Minuten heruntergekippt habe, um dann wieder zurückzugehen auf die Station. Das Ganze ist nicht aufgefallen, weil ich einfach sehr viel Alkohol vertrage. Also ich bin da nicht besoffen rumgetorkelt, sondern es ging mir dann einfach für den Moment einigermaßen besser. Ich glaube, alle, die eine Sucht haben, wissen, von was ich spreche. Und wir haben jetzt dieses Jahr seit ungefähr 3-4 Monaten dieses Antidepressiva langsam wieder ausgeschlichen. Ich habe ein neues Antidepressiva gekriegt, das mehr antriebssteigernd ist. Ich bin jetzt substituiert mit Schilddrüsenmedikamenten, weil meine Schilddrüsenwerte teilweise nicht gut waren, respektive zu hoch. Aber die Ärzte haben immer gesagt, ja, aber das muss man noch nicht behandeln. Es ist eine latente Hypothyreose, das heißt eine latente Schilddrüsenunterfunktion. Und meine Ärztin und ich haben uns dann dazu entschlossen, dass wir versuchen, mit Schilddrüsenmedikamenten auch zu testen, ob es mir dann psychisch besser geht. Und siehe da, ich habe wirklich wieder viel mehr Antrieb. Ich habe in der Zwischenzeit, also in den letzten 2 Jahren, 15 Kilogramm zugenommen. Zugegebenermaßen, ich war vorher relativ dünn. Jetzt bin ich halt nicht mehr dünn. Ich versuche einfach das Beste daraus zu machen. Ich bin jetzt seit 3 Monaten auch wieder im Belastungstraining, respektive ich habe wieder begonnen zu schwimmen, zu laufen und Rad zu fahren, was mir psychohygienisch sehr zugute kommt. Und ich wirklich sagen kann, jetzt so seit, ich sage mal, 3 Monaten geht es mir bedeutend besser und ich bin zutiefst dankbar dafür. Ich habe letztes Jahr wirklich mit meinem Leben gespielt. Ich habe exzessiv Alkohol getrunken, exzessiv gegessen und erbrochen, keinen Sport mehr gemacht, wieder angefangen zu rauchen. Also ich bin so ziemlich allen ungesunden Gelüsten nachgegangen, die mir in meiner schweren Depression irgendwie eine emotionale Erleichterung gebracht haben. Es ist so, wenn ich gegessen habe oder auch wenn ich Alkohol trinke, dass ich mich dann wirklich vom Leben umarmt fühle. Ich fühle mich in Sicherheit. Ich habe das Gefühl, es ist alles ja gar nicht so schlimm und mein Leben ist ja jetzt ganz okay und ich habe jetzt die Invalidenrente und so weiter und so fort. Aber natürlich ist die psychische Problematik im Grunde genommen noch nicht gut. Ich habe immer noch Tage, wo es mir schlecht geht. Ich habe immer noch Tage, wo ich mich zurückziehe, wo ich nur in Trainerklamotten vor die Haustüre gehe, ungeschminkt, ist mir alles wurscht. Aber ich habe in der Zwischenzeit auch viele gute Tage. Man sieht das auch jetzt am Beispiel, dass ich wieder die Kraft habe, vor die Kamera zu treten, wieder Videos für euch zu produzieren, richtig Bock darauf habe, mit euch zusammen in die tiefen Abgründe meiner Psyche und allgemein der Psyche des Menschen abzutauchen. Ich werde in Zukunft wieder versuchen, regelmäßig Videos hochzuladen. Aktuell ist es so, dass ich wieder einer Tagesstruktur nachgehe, was ich vorher nicht mehr hatte. Das heißt, die einzige Intention, das Haus zu verlassen, war letztes Jahr einkaufen gehen und zu meiner Therapeutin zu gehen. Es ist jetzt so, dass ich 2 halbe Nachmittage in ein Kreativatelier gehe. Ja, wo ich einfach auch so ein bisschen soziale Kontakte halt wieder habe. Ich erfreue mich wieder jeden Tag, wenn ich zu Benji laufe. Also ich bin richtig verliebt in den. Ich spreche auch mit meinem Auto. Für mich ist dieses Auto beseelt. Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt. Aber ihr wisst ja, dass ich ein bisschen verrückt bin. Und genau, deshalb ist es so schön, einfach wieder Freude zu empfinden. Wieder am Leben teilnehmen zu können. Ich bin so hungrig nach Neuem, nach mir selbst, nach schönen neuen Erlebnissen, nach mutig sein, nach glücklich sein. Und
nicht nur immer in diesem ganzen Traumastrudel, Depressionen, Angstzustände, Essstörung, Alkoholproblematik festzustecken, sondern einfach das Leben so hinzunehmen, wie es im Moment ist. Ich habe mit der Invalidenrente nicht wirklich viel Geld zur Verfügung, aber es ist um einiges besser als noch mit der Sozialhilfe. Ich habe mich einfach dazu entschieden, dass ich gerne wieder ein eigenes Auto habe, weil mich öffentliche Verkehrsmittel unendlich stressen. Mich stressen Menschenansammlungen. Ich komme damit gar nicht mehr klar, schon gar nicht nüchtern. Muss dafür halt einfach auf andere Sachen verzichten, wie Ferien oder sonstige große Ausgaben, Klamotten teure. Darauf verzichte ich komplett. Ich hoffe einfach, dass diese, ich sag's jetzt mal, Hochphase in Anführungsstrichen bestehen bleibt, dass ich nicht wieder in eine Depression schlittere, weil da nützt mir auch Benji nichts, wenn ich keine Freude daran habe, sondern das Leben einfach nur aus tiefen Tiefs besteht. Das war's schon. Bitte liked, kommentiert meine Videos, denn je mehr Zuschauer ich habe, desto mehr habe ich Zugriff auf spezielle Features, wie zum Beispiel auch eine Kanalmitgliedschaft, wo es zum Beispiel extra Videos gibt oder wo ihr mich finanziell als Energieausgleich unterstützen könnt. Ich brauche noch ein bisschen mehr Videolaufzeit, aber ich bin schon nah dran, dass ich wirklich dann auch die Mitgliedschaft, wenn Bedarf besteht, natürlich nur dann antreten könnte. In diesem Sinne alles Gute von ganzem Herzen und bis bald. Tschüss.